Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich an diesem zweiten Wahlsonntag hier in unserem Studio. Wir haben ja auch schon am 12. September live für Sie berichtet und waren da unter anderem im Rathaus und im Haus der Region vor Ort. Heute sind wir wieder live, denn es ist ja nicht nur Bundestagswahl, wo sich die hannoverschen Direktmandate verteilen. Heute sind auch noch mehrere Stichwahlen in der Region. Zum Beispiel sind in 7 Kommunen noch Bürgermeisterwahlen und natürlich die Wahl zum Regionspräsidenten oder der Regionspräsidentin. Wir wollen Ihnen heute die vorläufigen Ergebnisse präsentieren und sprechen auch mit den Regionspräsidentschaftskandidaten. Jetzt möchte ich aber erstmal meinen Kollegen Robin Shakibai bei mir begrüßen. Wir möchten nochmal den Wahlkampf der letzten 2 Wochen Revue passieren lassen. Hallo Robin. Hallo Carrie. Robin, erklär doch mal, warum gibt es eigentlich eine Stichwahl bei der Regionspräsidentschaftswahl? Ja, Carrie, es ist so, also wer Regionspräsident oder Regionspräsidentin werden möchte, braucht notwendigerweise die absolute Mehrheit der Stimmen. Diese konnten weder Steffen Krach noch Christine Karasch im ersten Wahlgang vor 2 Wochen auf sich vereinen. Steffen Krach ist mit 37%, Christine Karasch mit 30% und die Kandidatin der Grünen mit 20% aus dem Abend gegangen. Sie müssen auf 50% kommen, erst dann können sie sich neue Regionspräsidentin oder neuer Regionspräsident nennen. Du warst ja vergangenes Wahlwochenende im Haus der Region live und hast mit den KandidatInnen gesprochen. Mit was für Themen gehen Karasch und Krach denn eigentlich ins Rennen? Ja, also wir sollten erstmal schauen, was überhaupt die Regionspräsidentschaft bedeutet. Der Regionspräsident oder die Regionspräsidentin ist das höchste Verwaltungsamt und das höchste Repräsentationsamt hier in Hannover und im Hannoveraner Umland. Die Hauptaufgabe ist natürlich von der Regionspräsidentin, vom Regionspräsidenten, die Beschlüsse aus der Regionsversammlung umzusetzen. Und genau da greift auch Christine Karasch, Kandidatin der CDU, an. Sie selbst ist ja schon Regionsrätin und Dezernentin unter der Regionspräsidentschaft von Hauke Jagau. Sie ist Dezernentin für Umwelt und Bau. Sie gibt sich im Wahlkampf als Technokratin, sie ist eine Insiderin. Und genau da will sie auch Verbesserungen ansetzen. Sie fordert eine reibungslosere, eine entbürokratisiertere Verwaltung. Sie will die Region Hannover als dienstleistungsorientierte Verwaltung aufbauen hier. Steffen Krach hingegen hat durchaus ein eher forscheres Auftreten. Er fordert natürlich, wie wir alle in den letzten Wochen gehört haben, das 365-Euro-Ticket. Er setzt sich ein gegen die Privatisierung von öffentlichen Institutionen wie der Krankenhäuser. Er fordert kostenlosen Schwimmunterricht für die Kinder hier in der Region. Mobilität ist sein Steckenpferd. Er hat uns alle hier überrascht vor einigen Wochen im H1-Triell mit der Forderung einer Ringbahn für Hannover. Themenübergreifend können wir aber beobachten, dass hier im Kampf um die Regionspräsidentschaft Hannovers der Investitionsdrang der SPD dem Dogma der schwarzen Null der CDU gegenübersteht. Haben dir die beiden KandidatInnen denn auch erzählt, wie sie die 2 Wochen bis jetzt, bis heute zur Stichwahl noch nutzen wollen? Genau, also auch hier galt vor 2 Wochen, nach der Wahl ist vor der Wahl. Die beiden KandidatInnen Krach und Karasch haben alle möglichen denkbaren Termine in der Öffentlichkeit wahrgenommen, um möglichst ihre Präsenz noch auszubauen in den letzten Tagen vor der Wahl. Viele haben es vielleicht schon gesehen hier auf den Straßen, in der Stadt und in der Region, dass die Plakate, die jetzt nach der Kommunalwahl nicht mehr genutzt sind, überklebt wurden und nochmal zugeschnitten wurden auf den heutigen Wahlabend. Steffen Krach konnte überraschenderweise oder mehr oder weniger überraschend die Unterstützung der Grünen und der Linken auf sich ziehen. Das heißt, sie beide haben die letzten Wochen durchaus produktiv genutzt und gehen frohen Mutes hier in den Wahlabend heute. Wie schätzt du denn ein, was für ein Ergebnis gilt denn als wahrscheinlich heute Abend? Also wie bereits gesagt, 50% muss der heutige Sieger, die heutige Siegerin erreichen. Christine Karasch fehlen dazu 20%, Steffen Krach fehlen 13%. Und wenn man sich schaut, wer vor 2 Wochen die 20 restlichen Prozent bekommen hat, das war nämlich Frau Kapatzke von den Grünen, nach ihrer Wahlempfehlung an Steffen Krach, ist es durchaus wahrscheinlich, dass diese 20% der Grünen-WählerInnen heute Abend
zu Steffen Krach überwandern. Auf der anderen Seite Christine Karasch von der SPD kann sich Hoffnung machen aus Stimmen aus dem politischen rechten Block. Wer vor 2 Wochen AfD oder Freie Wähler gewählt hat, kann durchaus heute Abend zu Christine Karasch überwandern. Sie kann sich etwa 7-8% Hoffnungen machen auf Zuwachs. Ich persönlich denke, alles andere als ein Sieg von Steffen Krach heute Abend wäre eine dicke Überraschung für uns alle. Vielen Dank, Robin, für das Gespräch schon mal. Gerne. Ja, wir behalten die Ergebnisse natürlich weiterhin im Auge. Jetzt sprechen wir erstmal mit jemandem, der schon 14 Jahre Erfahrung im Amt des Regionspräsidenten hat und jetzt das Amt abgeben möchte. Vor der Kamera ist jetzt Hauke Jagau. Ist soweit. Ja, jetzt bin ich soweit. Ja, Herr Jagau hat sich den Angstschweiß von der Stirn gewischt. Und ich denke, jetzt ist er gut drauf. Ja, ich bin gut drauf. Es ist ein bisschen warm hier in den Räumen, das ist in der Tat wahr. Und es ist natürlich auch immer ein spannendes Moment. Ich finde, dass die Wählerinnen und Wähler eine sehr gute Wahl getroffen haben. 50% sind ausgezählt. Steffen Krach hat einen Vorsprung von 70.000 Stimmen. Das ist nicht einholbar, deshalb gibt es ein klares Ergebnis. Und ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler einen guten Kandidaten gewählt haben. Ich denke, Sie haben das ja selbst mal erlebt bei Ihrer letzten Wahl. Das war ja spannend eigentlich, bis zur letzten Auszählung. Könnte das ja auch noch passieren? Und wie geht es den Kandidaten damit? Das kann nicht passieren. Das letzte Mal war was völlig anderes. Das letzte Mal hatten erstens die Grünen keinen eigenen Kandidaten im ersten Wahlgang. Das heißt, die Stimmen waren addiert. Und die Grünen, ich hatte 12% Vorsprung, dann haben die Grünen gesagt, ja, so einen Vorsprung müssen wir nicht wieder hingehen. Dann hatten wir die Stichwahl als solitär. Also nicht eine Bundestagswahl dazu, sondern im ersten Wahlgang war die Europawahl. Und dann war die Stichwahl 3 Wochen nach der Wahl, weil Pfingsten dazwischen lag. Und alles dies hat dazu geführt, dass die man immer braucht für 50%, an der Stelle die Grünen sagten, müssen wir noch nicht, ist vorne. Und damit ist damals der Stimmvorsprung geschrumpft, hat aber gereicht. 4.000 Stimmen klingt wenig, ist eine ganze Menge. Erinnern mal dran, die Bundestagswahl Gerd Schröder 2002 mit 7.000 Stimmen Vorsprung in der Bundesrepublik. Ist er Kanzler geworden, also Mehrheit ist Mehrheit, aber heute passiert das nicht mehr. Wann ist Staffelübergabe? Ich bin bis 31.10. 0 Uhr, also 24 Uhr. Ab 1. November 0 Uhr ist automatisch dann der Gewinner dieser heutigen Wahl und das wird Steffen Krach sein. Ja, heute Abend wird dann nicht nur der neue Regionspräsident oder die neue Regionspräsidentin gewählt. Auch stehen heute Abend in insgesamt 7 Umlandskommunen Stichwahlen zum Bürgermeisteramt an. Wir schauen uns erstmal die ersten vorläufigen amtlichen Ergebnisse dieser Stichwahlen an. Ja, in Ronnenberg hat Amtsinhaberin Stefanie Harms eine Niederlage wahrscheinlich zu verzeichnen. Mit 43,1% muss sie sich wohl Marlo Kratzke von der SPD geschlagen geben, der mit aktuell knapp 57% vorne liegt. Genau, auch in Garbsen sehen wir, dass Claudio Provenzano von der SPD mit knapp 56% vorne liegt, Björn Tegtmeier von der CDU mit 44,1% auf dem zweiten Platz. Auch in Laatzen wird ein neuer Bürgermeister gesucht. Kai Eckert von der SPD liegt hier vorne mit 54,8%, Christoph Dreyer von der CDU muss sich wohl auch geschlagen geben mit 45,2%. Die Nachfolge von Bürgermeister Meinecke in Wennigsen wird aller Voraussicht nach Ingo Klokemann von der SPD antreten, der aktuell mit 52% vor der parteilosen Bewerberin Ulrike Schubert liegt. Ulrike Schubert mit 48%. Das sind auch schon die ersten Zahlen. Wir haben noch weitere Zahlen der Bürgermeister-Stichwahlen für Sie heute Abend. Die nächsten Zahlen werden uns im Laufe der nächsten Minuten wohl erreichen. Ja, danke Robin erstmal. Wir wollen jetzt noch mal weitermachen mit einem weiteren Gespräch, denn es werden ja auch Direktmandate für die Bundestagswahl gewählt an diesem Sonntag. Und Robin, kannst du mir mal erklären, es gibt 4 Wahlkreise in Hannover. Wer sind denn da die Favoriten? Also wir müssen zuerst einmal sagen, dass die Region Hannover traditionell SPD-Hochburg ist. Die Favoriten in den Wahlkreisen Hannover-Stadt 1 und 2 sind definitiv Jasmin Fahimi und Adis Ahmetovic von der SPD. Matthias Mirsch im südlichen Hannoveraner Umland ist ebenfalls Favorit von der SPD. Aber wir müssen hier auch sagen, dass Tilman Kuban, sein Konkurrent von der CDU, auch
durchaus starkes und ernstzunehmen ist in dieser Wahlperiode. Im Hannover Norden ist der Platzhirsch Henrik Hoppenstedt auf Kipp, wenn ich das so sagen darf. Seine Herausforderin Rebecca Schammer von der SPD lag den letzten Prognosen zufolge vor ihm. Ja, du hast es gerade angesprochen, CDU könnte von der SPD abgelöst werden. Laut jüngsten Umfragen ist in Niedersachsen ein kleiner Trend zu beobachten, nämlich dass sich die Wahlkreise ändern, also dass CDU-Wahlkreise zu SPD-Wahlkreisen werden in der Mehrheit der Ergebnisse. Besonders auf dem Land ist das zu beobachten. Denkst du also, das wird in Hannover vielleicht auch passieren? Naja, also hier waren ja schon 3 von 4 Wahlkreisen in SPD-Hand. Da, wenn es jetzt um die Ergebnisumdrehungen von CDU zur SPD geht, müssen wir auf den Wahlkreis Hannover-Land-Nord schauen. Wie bereits gesagt, Henrik Hoppenstedt gegen Rebecca Schamba, CDU gegen SPD. Rebecca Schamba lag meine letzten Informationen zufolge vorne. Aber dieser Trend der Ergebnisumkehrungen in Niedersachsen, ich weiß nicht wirklich, ob der auch auf die Stadt Hannover und die Region Hannover zutrifft. Die Grünen haben massiv zugelegt. Ich denke, vielleicht nicht heute Abend, aber ich denke, in den nächsten Wahlperioden, die auf uns zukommen werden, ist es durchaus möglich, dass auch mal die Grünen hier einen Direktmandat gewinnen können. Ja, du hast es gerade angesprochen. Bei den Kommunalwahlen vor 2 Wochen haben die Grünen ja in der Stadt und der Region massiv an Stimmen gewonnen. Meinst du, das war ein Stimmungstest für die Bundestagswahl? Also ein Stimmungstest für die Bundestagswahl? Ich würde sagen, nein. Also die Stadt Hannover, die Region Hannover denken eher liberaler als der Rest der Republik. Hier in der Region Hannover sind die Grünen stärker als im Rest des Landes und die AfD weitaus schwächer als im Rest des Landes. Ein Stimmungstest, nein, ich würde nicht sagen. Ein Stimmungstest hier für die regionsinternen Ergebnisse, vielleicht ja. Ich selbst gehe nicht davon aus, dass ich im Vergleich zu den Ergebnissen von vor 2 Wochen hier in der Region und hier in der Stadt Hannover noch etwas Großartiges ändern wird. Alles andere wäre durchaus eine Überraschung. Es könnte ja nun sein, dass 4 Wahlkreise an SPD-Abgeordnete gehen. Zumindest sind 3 davon Favoriten. Was passiert denn eigentlich mit den Kandidaten, die es jetzt nicht schaffen, ein Direktmandat zu gewinnen? Ja, es ist so, dass alle KandidatInnen, die hier für ein Direktmandat kandidieren, die sind alle zeitgleich auch auf der Landesliste ihrer Parteien. Je weiter höher eine Kandidatin, ein Kandidat auf der Landesliste ihrer Partei steht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch ohne Direktmandat in den Bundestag einziehen werden. Dies trifft vor allem zu auf Sven-Christian Kindler von den Grünen, der aller Voraussicht nach kein Direktmandat hier erringen werden wird. Er ist auf Landeslistenplatz 2 der Grünen. Das gleiche gilt für Tilman Kuban von der CDU. Sollte er das Mandat nicht gewinnen, steht er mit Platz 6 auf der Landesliste der CDU auch mit einem Bein so gut wie sicher im Bundestag. Auch Knut Gerschau von der FDP ist auf Platz 5 der Landesliste der FDP, wird wohl auch wieder in Berlin zu sehen sein. Henrik Hoppenstedt, sollte er heute Abend sein Mandat verlieren an Rebecca Schamber von der SPD, auch er ist mit Landeslistenplatz 1 der CDU auch sicher im Bundestag. Vielen Dank, Robin, für die ganzen Informationen. Gerne. Ja, und von der Bundestagswahl kommen wir jetzt noch mal zur Kommunalwahl. Denn wir haben jetzt erste amtliche vorläufige Ergebnisse für die Regionspräsidentschaft. Und zwar liegt Steffen Krach vorne, und zwar weit vorne, mit 64,3%. Und Christine Karasch hat diesmal nur 35,7% erreicht, obwohl das auch ein Zugewinn an Stimmen natürlich ist. Ja, sie muss sich leider geschlagen geben. Wir schalten jetzt mal zu meiner Kollegin Helga Kania ins Haus der Region. Wie stressig war dieser Wahlkampf für Sie? Enorm, weil die Region ein sehr großes Gebiet ist, so groß wie das Saarland. Und da Wahlkampf zu machen und viel vor Ort zu sein, ist ausgesprochen anstrengend, weil man sehr, sehr viele Besuche mehr machen muss, sehr viel in der Fläche unterwegs ist. Und das ist schon sehr aufreibend neben dem Job noch. Ich habe ja noch nebenher gearbeitet, zwar immer weniger dann, aber es war schon sehr anstrengend, ja. Arbeiten Sie jetzt hier weiter in der Region, ganz normal wie bisher? Ja, sicher. Ich bin für 5 Jahre ja noch gewählt, insgesamt für 8. 3 sind erst um und die weiteren 5 Jahre werde ich dann als Dezernentin hier auch weiter arbeiten. An der Seite von Herrn Krach, wie wird das funktionieren?
Also ich glaube, da sind wir beide professionell. Wir haben jetzt Wahlkampf gemacht und Wahlkampf ist Wahlkampf und Arbeitsalltag, Job ist wieder die andere Sache und das machen wir ganz normal und arbeiten. Das klingt sehr professionell und sehr gut. Sie wissen ja, dass wir eigentlich jede Regionsversammlung aufzeichnen. Das heißt, wir werden das beobachten. Ja, wir werden es erleben, buchstäblich, ja. Haben Sie, ich meine, wenn man so einen Stichwahl muss man damit rechnen, dass man auch verlieren kann. Haben Sie damit gerechnet, dass es doch dann wahrscheinlich sehr deutlich wird? Nein, das weiß ich aber jetzt auch noch nicht, weil erst die Hälfte der Stimmen ausgezählt ist und vor allen Dingen die Briefwahl an Unterlagen ja noch gar nicht. Deswegen kann man es jetzt noch gar nicht so genau sagen. Aber dass wir schwer gegen den Bundestrend arbeiten müssen hier vor Ort, das war mir immer klar. Was geben Sie Ihrem noch Konkurrenten Herrn Krach mit auf den Weg? Ich glaube, der braucht keine guten Empfehlungen. Der weiß sehr gut selbst, was er will. Und er wird seinen Weg hier in der Regionsverwaltung sicher auch selbstständig gehen. Ja, danke Helga aus dem Haus der Region für diese Eindrücke von der Unterlegenen des heutigen Wahlabends, Christine Karasch. Hier geht es weiter mit weiteren Ergebnissen von den Bürgermeisterstichwahlen aus den hannoverschen Umlandskommunen. Ja, blicken wir auf Wedemark, wo Helge Zichlinski von der SPD sein Bürgermeisteramt verteidigen wird gegenüber Marco Zacharias von der CDU, 54,2% gegen 45,8%. Und in Isernhagen ist es sehr knapp. Das aktuelle vorläufige Ergebnis sieht hier Tim Mithöfer mit 50,7% vor Philipp Nesen von der SPD. Beide liegen gleich auf. Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Es kann durchaus sein, dass hier noch das eine oder andere Prozent in die jeweils andere Richtung ausschlagen wird. Burg Wedel, hier sehen wir auch eine Überraschung. Ortrud Wendt steht vorläufig mit 50,9% vor Amtsinhaber Axel Düker mit 49,1%. Auch hier ist weiterhin Vorsicht zu walten. Es sind vorläufige amtliche Ergebnisse. Blicken wir auf... Ich glaube, das war's. Ah, das war's schon erstmal. Würde ich sagen, schalten wir noch mal auf die SPD-Wahlparty und schauen wir, wie es Steffen Krach nach seinem voraussichtlichen Sieg heute Abend geht. Gelassene Stimmung auf jeden Fall auf der Wahlparty. Wir haben auch noch ein Interview mit Steffen Krach. Genau, wie denkt er über seinen Sieg? Ja, Herr Krach, vor 14 Tagen gab es ja die Wahl zum Regionspräsidenten oder Präsidentin. Sie sind an diesem Wahlwochenende ja mit einem gewissen Vorsprung schon gestartet, aber es hat noch nicht ganz gereicht und Sie sind heute in die Stichwahl gegangen. Was man bis jetzt sehen kann, sieht es ja offenbar für Ihr Ergebnis recht gut aus. Wie fühlen Sie sich denn im Moment schon? Ja, sehr, sehr gut. Also das Zwischenergebnis, was wir jetzt haben, nach schon fast oder über 50% ausgezählte Stimmen. Das ist sensationell, das ist deutlich mehr, als ich mir erhofft und auch erwartet hatte. Und von daher bin ich ganz optimistisch, dass wir das jetzt auch ins Ziel bringen in den nächsten Minuten, in den nächsten Stunden und wir dann heute einen richtig wichtigen Wahlsieg feiern können. Was waren denn so die Agendapunkte in Ihrem Wahlprogramm, die zu diesem Ergebnis eventuell geführt haben? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht, was die Punkte gewesen sein könnten? Das wird man natürlich auch danach irgendwie auch nochmal analysieren müssen, aber wir haben einen richtig engagierten Wahlkampf geführt. Ich bin vor 361 Tagen nominiert worden, seitdem im Wahlkampf, habe mit ganz vielen Menschen hier in der Region gesprochen, habe über die Corona-Pandemie gesprochen, wie geht es für die Familien weiter, wie geht es für die Wirtschaft weiter, was machen wir mit der Mobilität, das waren ganz viele Themen und ich glaube, dass wir einen richtig guten inhaltlichen Wahlkampf geführt haben und ich habe auch sehr positive persönliche Rückmeldungen bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe.
Ja, wie gesagt, das Wahlergebnis steht noch nicht hundertprozentig fest, aber die Tendenz scheint erkennbar zu sein, wie man da hinten auch auf der Grafik immer noch sehen kann. Die berühmte 100-Tage-Frage. Was wird denn so das sein, was Sie in 100 Tagen bereits umgesetzt haben wollen? Wohin geht die Reise mit Ihnen? Also am 1. November ist die Corona-Pandemie leider ja noch nicht vorbei und deswegen wird es direkt ab dem 1. November auch darum gehen, wie wir weiter mit den Kitas, mit den Schulen umgehen, dass sie tatsächlich auch offen bleiben können. Wir müssen so sehen, wie die Gastronomie wieder ins Laufen kommt, das Hotelgewerbe, der Einzelhandel, ganz viele Bereiche, die einfach in den letzten anderthalb Jahren gelitten haben. Und da werde ich sofort ab dem 1. November durchstarten und mit allen auch Gespräche führen, wie wir sie tatsächlich unterstützen können. Das wären jetzt also so die aktuellen Dinge, die auch jetzt im Moment anstehen. Gibt es darüber hinaus jetzt noch irgendwie auch strategische Entscheidungen, die Sie vielleicht auch schon angehen werden in dieser Zeit, die also auch eine gewisse Veränderung oder einen gewissen Wandel auch bringen werden? Ja, ich habe ja auch im Wahlkampf immer gesagt, dass ich die Bekämpfung des Klimawandels, Klimaschutz tatsächlich auch zur Chefsache mache. Und das werde ich auch sofort machen. Und ich werde schon in den ersten 100 Tagen Schwerpunkt darauf setzen, dass wir direkt durchstarten können, weil da haben wir tatsächlich auch keine Zeit zu verlieren. Gerade beim Thema Klimawandel, inwieweit wollen Sie da auch jetzt die regionale Wirtschaft mit ins Boot holen? Denn ich glaube, die Politik alleine kann solche Dinge am Ende nicht leisten. Sie kann vielleicht den Weg vorgeben, aber umsetzen muss es zum Teil ja auch ein Großteil der Wirtschaft. Genau darum geht es aber ja auch, dass wir als Politik vorangehen, dass wir Themen setzen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich dann aber auch alle Akteure, die wir hier in der Region haben, daran beteiligen. Wir können das nur alle gemeinsam schaffen. Das schafft nicht nur die Politik oder nur die Wirtschaft, sondern das müssen wir alle gemeinsam angehen. Und ich bin mir ganz sicher, das werden wir schaffen. Und dann hoffe ich, dass wir richtig gute Schritte vorankommen bei dem Ziel, dass wir klimaneutral 2035 werden wollen. Ja, vielen Dank an unseren Kollegen Gunther Wollny von der Regionsversammlung mit Steffen Krach. Blicken wir noch einmal auf alle uns verfügbaren Zahlen des heutigen Wahlabends. Steffen Krach hat, wie bereits gesagt, deutlich vor Christine Karasch von der CDU gewonnen, 64,3% gegen 35,7%, spricht eine eindeutige Sprache. Und die Bürgermeister-Stichwahlen, Amtsinhaberin Stefanie Harms aus Ronnenberg muss sich geschlagen geben. Marlo Kratzke erringt hier das Bürgermeisteramt in Ronnenberg, 56,9%. Gegenüber 43,1%. Das heißt, wir haben mindestens eine Frau weniger in den hannoverschen Bürgermeisterämtern. Blicken wir nach Garbsen. Auch hier können wir schon mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass Claudio Provenzano von der SPD neuer Bürgermeister von Garbsen wird. Mit 55,7% steht er vor Björn Tegmeier von der CDU mit 44,3%. Auch in Laatzen können wir ruhigen Gewissens sein. Kai Eckert von der SPD holt ziemlich sicher mit 54,8% das Bürgermeisteramt gegenüber Christoph Dreyer von der CDU, der mit 45,2% sich geschlagen geben muss. Und auch in Bennigsen sind wir uns ziemlich sicher. Neuer Bürgermeister heißt hier Ingo Klokemann von der SPD, 52% gegenüber Ulrike Schubert, die parteilos antritt, mit 48,0% wird sie nicht die neue Bürgermeisterin von Bennigsen. Danke, Robin, für die Zahlen. Ja. Das sind natürlich alles nur vorläufige amtliche Ergebnisse. Wir werden aber die ganzen Zahlen für Sie weiter beobachten und morgen alles zusammengefasst bei 0511 weiter berichten. Unsere Sendezeit neigt sich nämlich jetzt dem Ende zu. Vielen Dank erstmal fürs Einschalten. Ja, vielen Dank, Kerry, auch dir für diese Moderation heute Abend. Und vor allem auch vielen Dank für Sie hier hinter den Bildschirmen. Von uns noch einen schönen Abend, alles Gute und bis bald. Tschüss.
Bis soweit. Ja.